was ich im Moment habe, ist ganz viel am Handy, also wenn der andere ganz viel am Handy ist und man sich mit dem unterhalten will und der hört gar nicht zu. Das ist im Moment so das. Also ansonsten bin ich halt auch, was das angeht, unkompliziert und habe da nicht so die Probleme. Aber was ich halt schrecklich finde, ist, wenn derjenige dann am Handy ist und ich mich mit dem unterhalten will oder so und der halt einfach nur am Handy ist und sagt, das ist was Wichtiges. Und dann bin ich halt auch diejenige, die dann sauer ist. Ja. Konflikt gibt es in der ganzen Welt. Das kann im kleinen Rahmen sein, zu Hause, in der Familie. Und das kann ja im Großen sein, zwischen Nationen, das, was wir zurzeit erleben. Ich glaube, Konflikte ist im Augenblick weltumspannend, ne? Vor allem was die Politik angeht. Und meine Frau hat natürlich recht, es gibt Konflikte auf verschiedensten Ebenen. Und Konflikte, die man im kleinen Rahmen nicht lösen kann, sind umso schwieriger im großen Rahmen zu lösen. Mit Konflikt assoziiere ich Streit, Kommunikation und Differenzen. Ich assoziiere mit Konflikt Voreingenommenheit und Egoismus und Kommunikation trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Allgemein das mit den ganzen, also jetzt mit Merkel und so, den ganzen Flüchtlingen. Wenn sich die Völker gegenseitig angestachelt werden. Und das ist alles wegen der Waffenindustrie und die machen die ganzen Kriege. Und das geht nur ums Geld. Wenn du dir die Black Panther in Amerika anguckst, ja diese. Auch da haben ja auch, das sind auch Schwarze und die wurden vom Staat als Terroristen abgestempelt. Wo dann wieder halt dieser Punkt wäre, wer entscheidet, wer ein Terrorist ist und wie ein Terrorist auszusehen hat. So, das ist ja auch meistens von den Medien und vom Staat uns vorgegeben. So, das, was wir sehen, was uns vorgespielt wird, das glauben wir und dann haben wir direkt diesen Stereotyp schon für uns angenommen. Und dann braucht nur einer neben mir in Zug sitzen, einen Koran rausholen und ich krieg direkt Angst. So. Ja. Obwohl der Typ eigentlich nichts Böses von mir will und wahrscheinlich gerade an sein Mittagessen denkt und ich mache mir da voll die Filme. So. Oder ein Typ mit einer Bomberjacke und einer Glatze sitzt mir gegenüber und ich denke, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, gleich kommt der und haut mir ein paar aufs Maul oder so. Und oft ist es halt gar nicht der Fall, so, weißt du? Also da bin ich auch echt knallhart, wenn sich auch irgendjemand von meinen Kumpels dann prügelt, damit nicht diejenige dazwischen geht. Ich habe auch dann ein, zwei Mal eine dann bekommen, aber keine Ahnung. Also ich finde dann halt sowas einfach für unnötig. Man kann sowas, klar macht es dann manchmal Spaß und die machen das auch manchmal aus Spaß, aber ich finde das halt unnötig und dann gehe ich dazwischen und sage meine Meinung und halt hier auch halt auseinander und sage, dass sie sich zusammenreißen sollen. Das Hauptproblem an Konflikten ist, glaube ich, einfach, dass Menschen nicht miteinander reden. Und da manchmal Konflikte entstehen, weil zwei Leute oder drei Leute nicht miteinander reden und ganze Völker darunter leiden müssen, ist das Hauptproblem. Ich glaube, Reden ist immer noch die vernünftigste Methode, um irgendeinem Konflikt Herr zu werden. Oder zumindest sagen wir, wenn wir nicht Herr werden, kann Lösungen zu schaffen und Konflikte zu bearbeiten oder Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Es wäre auf jeden Fall eine Lösung des Problems, wenn sich Leute verbal viel mehr miteinander auseinandersetzen würden, als immer direkt dieses enge und eingeschränkte Schubladendenken zu haben. Es hat viele Bewegungen gegeben. Denken wir mal an die Friedensbewegung, die wir hatten. Ja? Angefangen vom NATO-Doppelbeschluss. Ich kann mich erinnern, dass ich in Bonn in einer Demo mit 1,2 Millionen Menschen gestanden habe unter der Zeit von Helmut Schmidt. Ja, die Friedensbewegung hat sehr, sehr viel erreicht. Also Bewegung, bürgerlicher Widerstand ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Borloch 1001, die ganzen Geschichten, wo wir in Gorleben gestanden haben. Ich glaube, eine Masse von Menschen, die ihren Unmut ausdrückt in einer Bewegung, ist schon sehr wichtig. Ich finde, es gibt bei uns viel zu wenig Bewegung. Aber das sehen wir heute an der Friedensbewegung. Wie viele Leute sind damals am Ostermarsch, haben an Ostermärschen teilgenommen? Das waren Tausende und Abertausende. Wenn wir jetzt wieder mal 1200 hier Ostersonntag am Klagesmarkt oder was, wo immer die sich treffen, zusammenkriegen, dann ist das wirklich viel. Also es ist leider nicht mehr so die Agilität dahinter, wie es früher mal gewesen ist. Ne? Generell bin ich der Meinung, dass man halt immer für das stehen sollte, was man denkt oder was für eine Person man gerne repräsentieren wollen würde. Und deswegen, egal in welcher Situation man sich vorfindet, muss man für das stehen, was was einen bewegt, ja. Es gibt Weltwirtschaftskonflikte, es gibt Konflikte, wo Hunderttausende von Menschen sterben. Das sind wirkliche Konflikte. Und nicht, ob die CDU 3% mehr hat oder die AfD 3% mehr oder weniger hat, ist im großen Globalen völlig uninteressant. Es sind vor allem in Deutschland Konflikte, die auch zu lösen sind, wenn man sich auch die Mühe gibt und das auch wirklich will. Im Vergleich zu anderen Weltkonflikten, ja, die viel schwieriger zu lösen sind.
Konflikt hat auch mit Verständnis zu tun und auch mit interkulturelles Verständnis. Die meisten Menschen in meinem Alter gehen auf Seminaren, auf Konfliktbewältigungsseminare. Fast alle Erwachsenen fangen irgendwann an, sich darüber Gedanken zu machen, ja, ich muss meine Konflikte lösen und ich habe ja Konflikte oder Konflikttraining oder gewaltfreie Kommunikation ist auch eine Möglichkeit und so. Aber die Frage ist, was ist eigentlich ein Konflikt? Was ist ein Konflikt? Was sind Konflikte überhaupt? Warum habe ich die? Was ist der Grund, warum die meisten Menschen Konflikte haben? Kann der Mensch mal so leben, dass er gar keine Konflikte hat? Geht das überhaupt? Nicht? Gibt es Menschen ohne Konflikte? Nein, gibt es nicht. Konflikte ist im Grunde genommen das Prinzip der Natur. Und Lösungen dazu zu erarbeiten, ist im Grunde genommen der Motor der Evolution und der Motor der Veränderung von Arten. Jetzt breche ich das mal auf ein ganz großes biologisches Konzept. So, aber jetzt mache ich das wieder kleiner in sozial und in psychologische Dinge. Was bedeutet ein Konflikt? Ein Konflikt ist eine innere Irritation, zu der ich weder ein Ja noch ein Nein habe, wo ich nicht weiß, wie sieht das aus und so weiter. Jetzt gibt es größere Konflikte und kleinere Konflikte. Größere Konflikte sind Dinge, die in mir arbeiten, die ich von klein auf in meiner Erziehung bekommen habe, wozu ich vielleicht gezwungen wurde, das und das zu tun, mich so und so zu verhalten und ich wollte es vielleicht nicht tun oder ich bin in einem Elternhaus groß geworden, in der ich die Konflikte, also die Elternkonflikte zu meinem eigenen Konzept gemacht habe und ständig in der Schule Scheiße gebaut habe oder da Mist gemacht habe oder da und irgendwann, wenn ich so 18, 19, 20 bin, wird mir gewahr, mein Gott, ich weiß ja gar nicht, was los ist, aber irgendwie ist das alles blöd. Das hindert mich ja an meinem eigenen Leben. Und das können Konflikte verursachen. Konflikte können verursachen, dass das ganze Leben schiefläuft, wenn man seine Konflikte nicht löst. Weil wenn ich meine Konflikte, der Mensch kommt auf die, jeder Mensch kommt auf die Welt und dann fängt das langsam an mit den Konflikten. Irgendwann, irgendwo und aus welchen Gründen auch immer. Und wenn ich diese Anfangskonflikte nie gelöst bekomme und meine Eltern mich nie hineinführen in Konfliktbewältigung und Konfliktlösungen, dann werden diese Konflikte zu richtig großen, dicken, fetten Konfliktbomben. Ich nenne sie Urkonflikte. Ein Urkonflikt. Und wenn ich diesen Urkonflikt, diesen großen Konflikt nicht löse, wird der automatisch zu Konfliktkollateralen über ersatzbefriedigende Strategien. Und ersatzbefriedigende Strategien sind in unserer Gesellschaft die Antwort auf Konflikte, um sie zu lösen. Wir gehen dann in den Kaufrausch, wir haben dann Kontrollsucht oder meinetwegen Sexsucht oder wir haben Drogensucht oder meinetwegen Dokumentarfilmsucht oder irgendwie mache ich immer das Gleiche, bin in einer Schleife drin, aber komme nie in eine Veränderung hinein. Und das verursachen Konflikte. Konflikte sind im Grunde genommen eine totale Bremse, mich selbst weiter in einen Wachstum zu bringen, der positiv in meine Lebensqualität einwirkt. Konflikte sind negative Anteile, die ich eintrainiert und einverleibt bekommen habe, meistens über die Eltern oder über die Gesellschaft oder über die Arbeit oder über die Beziehung, wenn ich älter bin, über eine Partnerschaftsbeziehung, die ich drinne habe und gezwungen werde, mich so zu verhalten und ich löse das Ganze nicht. Und wer seine Konflikte niemals löst, der wird irgendwann, das kennen wir alle, der wird irgendwann komplett vor die Wand fahren. Der wird irgendwann so ausgebremst sein, dass er gar nicht mehr weiß, was er eigentlich im Ursprung gemacht hat oder machen wollte. Es gibt da sehr, sehr viele Beispiele aus meiner Therapie und jeder Therapeut kann unzählige Beispiele wahrscheinlich erklären aus seiner Therapie. Ich kann ein Beispiel erklären von einem Mann, der sehr stark in der Öffentlichkeit steht. Und der kam zu mir und wollte wissen, warum er, ist ein Schauspieler, warum er in bestimmten Rollen einfach nicht mehr vorwärts kommt, einfach nicht mehr sich dem gewachsen fühlt, ja, obwohl er jetzt Angebote bekommt, die seine Fähigkeit immer weiter optimieren könnten, aber er kommt nicht dazu, das Publikum will das aber, es findet ihn ganz klasse und irgendwie, er kommt nicht weiter, er weiß nicht, was los ist. So, und dann war er bei dem, und dann kam er irgendwann zu mir. So, und dann habe ich mit ihm ein bestimmtes Programm durchlaufen und so weiter und auf einmal fiel er runter auf den Boden, jammerte wie ein siebenjähriges Kind, weil ich ihm gesagt habe, du, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was bei Ihnen passiert ist, es ist ein Mann, Sie wurden vergewaltigt.
Ich kann mir nichts anderes bei ihnen vorstellen. Und dann in dem Moment, wo ich das sage, fiel er runter, bam, auf den Boden, zack. Und dann jammerte er, weinte wie ein 7-jähriges, 8-jähriges Kind zu der Zeit, wo das alles passiert ist. Ja, und das war wirklich so. So, ich will das Ganze nicht erzählen, aber das ist wichtig zu verstehen. Dieser Konflikt, den dieser Mann gehabt hat, hat ihn so weit ausgebremst, dass er einfach in seinem Leben seinen eigenen Erfolg nicht mehr machen konnte. Seine Beziehung ist fast vor die Wand gefahren. Er hatte gar keinen Bock mehr auf Sex so, und er hat auch keinen Bock mehr, mit seiner Frau irgendwie zusammen zu sein. Und das hat sich alles aufgelöst, wo er begriffen hat, dass er halt vergewaltigt wurde als kleiner Junge und auch als Jugendlicher von seiner Mutter. Und das hat er sein Leben lang verdrängt. Er ist ihm gar nicht mehr bewusst gewesen, dass er das erlebt hat. Dass das mit seiner Mutter passiert ist. Das hat er überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Erst als ich ihm das gesagt habe, ist es ihm wieder eingefallen. Das hat er so tief verdrängt, dass er das vollkommen verdrängt hat. Er wusste es nicht mal mehr. Er wusste es auch in den anderen Therapien mit den anderen Psychologen, das wusste er nicht mehr. Und in dem Moment ist es ihm wieder eingefallen, all das. So stark kann ein Konflikt alles verdrängen, also ein Konflikt kann einen Menschen so weit in eine Verdrängung bringen, seines eigenen Selbstes, seines eigenen Ichs, all seiner emotionalen Konzepte, seiner Empathiewerte und so weiter, dass er sich dessen überhaupt nicht mehr gewahr wird. Und das können Konflikte in Extremsituationen verursachen. Ne? Und Konflikte sind dazu da, uns eigentlich an die Hand zu nehmen und Wachstumsmöglichkeiten zu erarbeiten. Das sind eigentlich Konflikte. Sie zu bewältigen bedeutet immer, dass ich einen weiteren Erfahrungswert habe, um meine Fähigkeiten zu Bewältigungsstrategien zu entwickeln, indem ich irgendwann einmal Konflikte auch als Chance begreife, um mich weiterzuentwickeln. Also ich selber begreife Konflikte als Chance, mich weiterzuentwickeln. Ich sage nicht Probleme, oh Gott, hört auf. Ich sage Probleme, wow, klasse. Ein Garant dafür, dass ich weiter wachsen kann, ne, und besser werde in dem, was ich tue. Also ich optimiere mich also auch immer selbst. Und das wünsche ich mir bei euch, dass ihr lernt, mit euren Konflikten so umzugehen, dass ihr sagt, wow, Konflikt ist eine Einladung, in dem ich selber wachsen kann und meine gesamten Potenziale, vor allem mein limbisches, also mein Gefühlsgehirn, auf eine Art und Weise zu optimieren, das einfach wow, klasse und super ist. Das zu den Konflikten heute. Ich wünsche euch, dass ihr eure Konflikte selber anfangt zu lösen, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss, euer Rüdiger.